Der Klimawandel wird heutzutage immer präsenter. So bekommt auch in unserem Alltag das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit immer größere Bedeutung. Auch beim Thema Ernährung kann man was für die Umwelt tun. Aber was versteht man unter klimafreundlicher Ernährung? Saisonale Produkte. Ja, ich sag ja, regionale Produkte. Ökologische Landwirtschaft. Genau. Die Wahl von saisonalen und regionalen Produkten verringert nämlich den CO2-Ausstoß, da die Transportwege klein gehalten werden. Eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel Bioprodukte zu kaufen. So wird der Einsatz von umweltschädlichen Pestiziden verringert und gegenüber konventionellen Produkten etwa ein Fünftel weniger CO2 erzeugt. Und was heißt das konkret für unsere Ernährungsweise? Was ist besser für unser Klima? Vegan, vegetarisch oder doch Fleischkonsum? Am klimafreundlichsten würde ich sagen, ist vegan. Ich sage vegetarisch. Meiner Meinung nach ausgewogen. Alles in Maßen. Umgerechnet in CO2-Ausstoß pro Jahr verursacht Fleischkonsum etwa 2177 Kilogramm pro Jahr. Bei rein vegetarischer Ernährung sind es lediglich 1405 Kilogramm das Jahr. Und mit nur 1073 Kilogramm das Jahr hat die vegane Ernährungsweise den geringsten CO2-Ausstoß. Wenn man also auf regionale, saisonale und ökologische Produkte achtet, kann man sich ziemlich leicht umweltfreundlich ernähren. Auch der Verzicht auf Fleisch kommt unserer Umwelt durchaus zugute, aber das ist eine Entscheidung, die jedem selbst überlassen bleibt.